Wenn ein Mensch geboren wird, das Erste, was er macht, er fängt an einzuatmen. Und wenn er stirbt, atmet er aus. Atem ist unsere Verbindung zu uns selbst, zu unserer Essenz. Ich bin Olivia Marie und ich bin Atemtherapeutin. Ich habe entdeckt, dass mein Atem mein Leben ist. Ich habe so ein Bild, wo ich klein war. Ich war in meinem Bettchen und ich habe geatmet und habe das Gefühl gehabt, ich sehe, wie diese Luft strömt. Also das war nicht nur Luft, das war ja auch Staub oder so. Ich sah das und das sah so magisch aus und es hat mich immer begeistert. Ich habe seit meiner Kindheit den Wunsch in mir, Menschen zu helfen und habe auch entdeckt, dass ich therapeutische Fähigkeiten habe. Und ich wollte diese Fähigkeiten ausbauen, um mit Menschen zu arbeiten, um Menschen zu helfen, in ihre Kraft zu kommen, sich zu spüren. Und dann bin ich auf den Atem gekommen und Atem ist für mich ein Werkzeug. Atem ist sehr kraftvoll. Wenn man das selber nicht erlebt hat, denkt man vielleicht, naja, ich atme doch die ganze Zeit. Was ist daran so besonders? Und wenn man dann ein bisschen mehr mit dem Atem geht, wenn man sich ein bisschen mehr damit befasst, merkt man schnell, wow, da ist ein Potenzial. Heutzutage sind viele Menschen sehr gestresst, also kommen bei mir in der Praxis an und haben sehr viel Stressprobleme und spüren sich nicht mehr. Da ist so viel Stress, so viel Druck von der Gesellschaft. Und der Atem hilft zum Beispiel, sich wieder zu zentrieren, sich wieder zu spüren und wieder langsamer zu werden. Wenn ich atme, fühle ich. Aber wenn ich bestimmte Gefühle nicht fühlen kann, weil sie nicht erlaubt sind von der Gesellschaft oder weil es in dem Moment unangebracht ist, das zu fühlen bei meiner Arbeit oder weil in meiner Kindheit wurde es nicht erlaubt, zum Beispiel wütend zu sein oder zu weinen, dann unterdrücke ich das und was passiert? Dann atme ich nicht mehr oder ich habe Angst. Ja, dann erstarrt es in mir. Und wenn ich dann aber meinen Atem wieder zulasse, können ganz viele Gefühle aufkommen. Meistens haben die Menschen Angst davor zu fühlen und dabei ist sowas Schönes, das kann sowas Schönes entstehen. Wenn die Gefühle fließen, kann Kreativität wieder fließen, kann Liebe wieder fließen, kann Vertrauen wieder fließen. Es braucht ein bisschen Mut und es ist aber auch ganz einfach. Es geht nur darum zu atmen und bewusst zu atmen. Atemarbeit kann helfen, starke Traumas zu lösen. In der Kindheit wurde ich sehr viel gemobbt und für mich war das sehr schwierig zu sprechen. Wenn ich vor Leute gesprochen habe, hat meine Kehle zugemacht, konnte nicht mehr reden und ich hatte Herzklopfen. Und durch diese tiefe Arbeit habe ich gemerkt, plötzlich kommt die Stimme und plötzlich kann ich meine Wahrheit sagen. Atem ist eine Reise. Man weiß nie, was kommt. Du kannst nicht herkommen und sagen, das ist mein Problem, das will ich, sondern dein Atem wird dich dahin führen, wo es braucht, wo dein Unterbewusstsein es braucht. Das kannst du nicht mit deinem Verstand bestimmen. Und das ist eigentlich das Schöne daran, dass man das nicht weiß. Mein Atem trage ich immer bei mir. Das heißt, wenn ich ein Problem habe, kann ich immer atmen. Egal wo ich bin, ob ich in der S-Bahn bin, auf der Straße, draußen im Wald. Ich muss nicht zum Psychiater rennen, ich muss nicht zum Doktor rennen, ich kann atmen. Das ist so schön, deshalb möchte ich auch Menschen ermutigen, zu lernen, wie man mit dem Atem umgeht, um selber die Ressourcen zu finden, immer wieder selber die Ressourcen finden. Atmen ist für mich Leben, volles Leben und ein Ja zu mir.